Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute im Gespräch das Thema Subkultur als Wirtschaftsfaktor in Berlin. Am 31. Oktober findet wieder das Festival der Superlative in Berlin statt. Die Beliebtheit der elektronischen Musik in Berlin ist unumstritten. Das Festival verbuchte letztes Jahr mehr als 70.000 Besucher. Zu diesem Anlass haben wir heute den Vorsitzenden des Kulturausschusses ins Studio geladen. Herzlich willkommen, Herrn Gottfried Knopp. Schönen guten Abend, Frau Seiler. Um die kulturelle Bedeutsamkeit des Nachtlebens etwas besser zu verstehen, beziehen wir uns auf die Berlin Music Days, kurz Bermuda. Da diese sich zum Ziel gesetzt haben, die vielen Facetten der elektronischen Musik- und Lebenskultur näher zu bringen. Also, meine liebe Frau Seiler, soweit ich informiert bin, geht es doch hier lediglich darum, dass ein paar Jugendliche zusammenkommen, um Party zu machen. Also der Begriff, die Bezeichnung Kultur ist doch in diesem Zusammenhang etwas hochgegriffen. Mein lieber Herr Knopf, das ist so nicht ganz richtig. Wenn Sie sich das mal genauer anschauen, werden Sie sehen, dass es hier um weit mehr geht als eine einfache Party. Hier finden 4 Tage lang Workshops, Ausstellungen und Vorträge statt. Andere lassen sich für diese Art von Kulturarbeit teuer bezahlen. Das war mir so gar nicht bekannt. Ich dachte, die Leute kommen nach Berlin der Opern wegen unserer herrlichen Theaterlandschaften, der Museen und Galerien und vor allem unserer wechselhaften Geschichte und natürlich unserer wunderschönen Mauer. Gott habe sie selig. Nun ja, mein lieber Herr Knopf, Sie wissen ja schon, dass ein Großteil des Tourismus, den wir in Berlin verbuchen, auf das vielfältige Angebot des Nachtlebens zurückzuführen ist. Unser Mann auf der Straße, Olaf Oswald, hat sich umgehört. Hallo, ich bin heute hier, um herauszufinden, was die Leute nach Berlin zieht. What I like about Berlin is the culture of the city and also the history, because Berlin has a huge historical background, and this is what I like. And also the people, and now it's September, so it's the weather is very nice, 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 was the weather is very nice. Was die Leute nach Berlin zieht. Art, music. Art, music. The people, music. The Germans. Okay. Was die Leute nach Berlin zieht. Vor allem, es ist immer was los, Montag bis Sonntag. Berlin ist Kultur, Berlin ist Kultur, Berlin ist Techno, Techno. Fantastik, 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 Fantastik. I came to Berlin and it's more than what I expected, I love it. Und alle wissen, wie Berlin so berühmt ist für die Night Scene und so weiter. Fantastik. Meine liebe Frau Seiler, es sollte doch möglich sein, dass wir zwei vom 31. Oktober bis zum 3. November dort mal vorbeischauen?